ihn! Ich kletter hoch! Er ist weg! Komm nur raus! Ich finde dich doch! Geh zu dir voll! Verreck, ihr Schweine! Warum kommst du nicht raus, Gale? Oh nein! Ich werde dich finden, Gale! Er will sich verstecken? Soll er doch. Ich find ihn ja sowieso. Hab Luft, er ist abgehauen. Haltet die Position! Kann es sein? Hey, ist da jemand? Zeig dich! Verstanden! Jetzt was war das? War das ein Schuss? Steh auf und du bist tot! Für ein neues! Amita, ich hab den Truck. Ich fahre jetzt zum Tor. AJ, so nah waren wir dem Norden seit Jahren nicht. Danke. Und ich muss es wohl nicht sagen. Viel Glück. Und bitte, lass dich nicht umbringen.
Komm her und kämpf wie ein Mann! Rücke vor! Ach, stopp! Ja, ja! Weitersuchen! Macht sie ihn nass! Ich bin am Maschinengewehr! Konzentriert euch! Ja! Da unten! Ich sehe ihn nicht! Vorwärts! Bleib stehen, Gail! Du entkommst mir nicht. Ich find dich. Verstanden. Ah, kämpft der Sohn an mir rein. Ein Leben geschieht. Keine Gnade. Ich klettere hoch. Ich aus deinem Schädel. Ja. Du nennst dich selbst ein Krieger? Ha! Ich geh rein! Nein, 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 nein! Verstecken bringt dir nichts, Gail. Er ist hier irgendwo. Scheucht ihn raus. Hitler. Ich geh runter! Wenn wir ihn nicht töten, tötet ihn uns. Ich weiß, du bist hier, AJ. Ich kann deine Angst riechen. Dieser Drecksack, nicht zu finden. Unterwegs! Schnell! Schutz her! Das ist gar nicht!
Gnade! Amita, die Brücke ist erobert. Ich stelle dich durch. Fantastische Neuigkeiten, AJ. Scheiße, Moment. AJ, es nähern sich Feinde aus dem Norden, die Königliche Garde. Pagan Means Elite. Die sind gut, aber sie dürfen die Brücke nicht zurückerobern. Okay, viel Glück. Volk von Kyrat! AJ Gale, Held des Goldenen Pfades, hat die Brücke erobert, die uns von unseren Kameraden im Norden getrennt hat. Das ist ein historischer Tag für die Befreiung und ein herber Schlag gegen Pagan Means Tyrannei. An alle Truppen, rückt vor und sichert die Brücke! Du wärst ein Krieger!
Pass dich auf, Vorsicht! AJ, Freiheitskämpfer sind auf dem Weg. Die sichern die Brücke. Triff dich mit ihnen. Du hast einen großen Sieg für die Freiheit errungen. Im Namen des Goldenen Pfades und seiner rechtmäßigen Anführerin Amita. Danke. Du hast den Weg zur Freiheit geebnet. Kann mir das und dieser erklären? Weg führt direkt über Paganin. Namaste. Danke, dass du die Außenposten befreist und uns hilfst, das Land mein zu erobern. Mein Urin ist zu dunkel. Ich glaube, ich trinke nicht genug. Amita, ich bin im Norden. Der Norden. Ich war seit Jahren nicht in Utkarsh. Hör zu, es gibt dort eine Zelle des Goldenen Pfades. Gute Leute. Utkarsh liegt direkt nördlich der Brücke und diese Zelle kennt das Gebiet besser als jeder andere. Ich würde es begrüßen, wenn du zu ihnen gehst, aber pass auf. Du hast die Garde gesehen. Die sind besser und klüger als die reguläre Armee. AJ, Namaste.
Reise... Das Geschäft blüht, wenn du in der Nähe bist. Komm bald wieder. Du wirst bereits unten erwartet. AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Nein, äußerst meine Familie. Oh, das, oh. Oh, das gefällt mir. Ist das Mahagoni? Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsh kennenlernen möchtest, dann geh und besuche Dianas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann, fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenen Augen sehen musste. Niedlich. Wisst ihr, ich wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und euren wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen, euren guten Ruf zu bewahren? Bitte. Ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Nein, zu gefährlich. Ich hol mir Pagan. Amita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. AJ, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß!
Ich werde dich verstecken! Ich werde von irgendeinem Arsch in einem Gyrokopter verfolgt! Erledigt ihn! Der kleine Ficker verfolgt mich! Tötet ihn! Ich bin gleich im Versteck. Gebt mir Deckung! Mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiate, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen waren die fantastischen Wangenknochen. Das Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen. Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Oh! Thank you.
treffe ich zum Frühstück. Du wirst einen hübschen Fußabtreter abgeben. Hunde wie euch fress ich zum Frühstück. Verschwende meine Zeit nicht, du Wurm! Ich bin dir sehr dankbar.
Exzellente Arbeit. Min hat irgendwelche kranken Pläne mit uns. Niemand wird je deine Leiche finden. Es folgt eine Ankündigung. AJ, gerade rechtzeitig. Pagans Sendung fängt an. Worum geht es? Keine Ahnung, Bruder. Aber gleich werden wir es wissen.
Liebes Volk von Kyrat. Sicher seid ihr alle erfreut zu hören, dass die Berichte von meinem Tod voll und ganz übertrieben sind. Ich lebe noch und alles ist gut in der Welt. Doch Leben heißt Fortschritt. Und ich beschwöre dich, Kyrat, mich als Vorbild anzusehen und als den positiven Einfluss, der ich bin. Fortschritt erfordert Stärke. Eine Stärke, von der ich weiß, dass ihr sie besitzt. Ja, kürzlich kam es zu einem Fortschritt in meiner eigenen Organisation. Miss Noor und Paul de Pleu haben nach langjährigem treuem Dienst neue Herausforderungen gesucht. Sicher pflichtet ihr mir bei und wünscht ihnen bei ihren neuen Aufgaben viel Glück. Doch wie sie müssen auch wir vorausschauen, nicht zurück. Der Attentatsversuch auf mich ist nicht mehr als ein Symptom von Fortschrittsverweigerung. Seid beruhigt. Yuma Lau, meine vertraute Kommandeurin, die unsere Bergbauaktivitäten in der KEO-Anlage überwacht, steht zwischen mir und jedem Möchtegern-Attentäter. Sie würde eher sterben, als zuzusehen, wie mir ein Leid geschieht. Versucht es nur, ich bitte euch. Und stellt ihre Entschlossenheit auf die Probe. Zum Mitschreiben. Fortschritt ist gut. Begrüßt ihn. Euer König lebt noch. Frohlockt. Yuma steht eisern wie ein Wachturm und wartet. Kommt doch. Klingt nach einer Herausforderung. Die Minen. Du weißt Bescheid. Ich verbringe erstaunlich viel Zeit damit, mich für Yumas ersten Eindruck zu entschuldigen. Sie hat ein besonderes Talent dafür, jedes Kennenlernen zu versauen. Es wäre schön, wenn ihr beide euch unter besseren Umständen treffen könntet. Sie war tatsächlich die treibende Kraft hinter vielen meiner Erfolge. Sie schließt Abkommen mit meinen Käufern weltweit, passt auf Noor und de Pleu auf und führt nebenbei noch meine Armee. Naja, bis sie anfing, sich für den kyratischen Aberglauben zu interessieren. Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Expeditionen, die sie in die Berge schickt, um magische Gemälde oder sonst was zu finden. Ich bin ganz aufgeschlossen, was verschmerzbare Verluste zugunsten der Arbeitsmoral angeht, aber es kann nur eine bestimmte Zahl von Stiften gestohlen werden, bevor man jemandem die Hand abhacken muss.
Chandelier. Okay. Erbärmlich. Pagan schickt einen Knaben, um mich zu töten? Nach allem, was ich für ihn getan habe. Bevor deine Hure von Mutter kam, war er furchtlos. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Dann kam deine Mutter. Deine Mutter. Sie hat ihn in diese leere Hülle von einem Mann verwandelt. Er hörte auf, ein König zu sein. Er war gebrochen. Schwach. Ich hab mir was vorgemacht. Ich dachte, er fängt sich wieder. Muss sich wieder fangen. Aber nein. Gebrochen ist gebrochen. Er bleibt schwach. Nur mich wird Pagan nicht brechen. Und auch dieses Land nicht. Und du, du brichst mich erst recht nicht.
Was zum Teufel?